Irgendwie, liebe Schwestern und Brüder, haben wir uns daran gewöhnt, den Apostel Thomas als den großen Zweifler zu sehen. Und natürlich, das Evangelium bestätigt uns in dieser Einseitigkeit, wie wir diesen Apostel wahrnehmen. Und er passt ja irgendwie auch mit seinem Zweifel so gut in diese Jahrhunderte, vor allen Dingen auch in unsere Zeit, da Zweifel ganz groß geschrieben wird. Ich zweifle, also bin ich. Dieser Satz geistert nicht nur durch die Kirche, sondern durch die Jahrhunderte inzwischen. Aber es gibt auch eine andere Seite des Thomas, die wir in der Regel überlesen, die wir nicht parat haben, die aber zu dieser Stelle in Johannes 20, die wir eben hörten, dazugehört. Im 11. Kapitel bei Johannes, wir können uns die Situation leicht in Erinnerung rufen, als Jesus von der Krankheit des Lazarus spricht und er sich aufmachen will, nach Bethanien zu gehen, sagen die Apostel zu ihm: Du bist ja verrückt geworden. Eben wollten dich die Juden steinigen und jetzt willst du da wieder hin? Und es ist Thomas, der nach einem Einwand Jesu spricht: Auf, lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben. Spricht so einer, der nur ein Zweifler ist? Nein. So spricht einer, der Feuer hat. So spricht einer, der glaubt an diesen Jesus. So spricht ein Apostel, der von seinem Meister überzeugt ist. Wir wollen mit ihm gehen, um das Martyrium mit ihm zu erleiden. Manchmal denke ich, wenn wir wie so oft die Heilige Schrift nur einseitig wahrnehmen, fehlt uns immer etwas zum Ganzen. Das gilt für die Gestalt Jesu. Das ist die Quelle von sämtlichen Häresien, die die Kirchengeschichte je gesehen hat und die leider sehr langlebig sind und bis zum heutigen Tag gelten und immer wieder aufbrechen. Ist allerdings nichts Neues unter der Sonne, aber sie kommen immer in neuem Gewand. Sind immer die gleichen Geschichten. Hängt damit zusammen, dass wir nicht die ganze Gestalt Jesu sehen und annehmen im Glauben. Und das ist schließlich das, was nach dem Zweifel des Thomas auch geschieht. Das hat er nicht den anderen Aposteln voraus, kann man jetzt schlecht sagen, hinten nach. Alle Apostel sind weggelaufen. Niemand von den Aposteln hat den Frauen geglaubt, als sie die Osterbotschaft ausrichteten. Niemand. Und als Jesus ihnen erscheint, tadelt er ihren Zweifel, nicht nur den des Thomas. Der allerdings macht es besonders gründlich. Vielleicht hängt der heftige Zweifel mit dem starken Feuer und dem Glauben an seinen Meister zusammen, von dem das 11. Kapitel des Johannes Zeugnis gibt. Wenn wir beides annehmen und vom Apostel lernen, den Zweifel, gut, auch den dürfen wir haben, aber zugleich das Feuer, den Glauben in uns nähren, dann halten wir beides zusammen und wir gehen in seiner Spur den rechten Weg des Glaubens an Christus.